einen Effekt auf uns, der uns unheimlich viel Leben gerade klaut. Immer noch? Okay. Da sollte man öfter mal drauf achten, dass wir nicht von solchen Tierchen heimgesucht werden hier. Bah! Ekelhaftes Viehzeug. Sie in Ruhe. Ich glaube, es hackt. So, was haben wir hier? Oh nein. Die 5. Zwei Münzen. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir versuchen uns erstmal hier dran. Okay, so doll hat er uns gar nicht erwischt. Ich wollte nur, dass er ein Stückchen nach da läuft. Er ist sich seiner Sprengkraft bewusst, kann man sagen. Vielleicht sollten wir zuerst den unteren machen. Guck weg. Ich bin gar nicht da. Okay. Alles klar. Kann's losgehen, Izzy? Okay, gut. Das wäre auch geschafft. Sind verhältnismäßig wenig Fallen. Da ist was. Ah. Angst. Was war denn da? Bin mir nicht sicher, ob ich es wissen möchte. Ach, wahrscheinlich solche Viecher. Das sind ja doch das geringste Übel. One-Hit-Wonder hier. Sie klärt das. Was? Du hast alle Lichter im westlichen Bereich angezündet. Okay. Kampfstreitkolben. Mal schauen. 129. Mhm.
Kann man sich mal im Hinterkopf behalten, dass man so ein Ding hat? Oh Gott! Oh Gott, das macht gar keinen Schaden. Ja. Super. Au! Ist gar kein Licht. Wir waren schon mal hier. Sonst wäre da keine offene Truhe. Was zum... Aha! Das ist doch... Ja, natürlich! Boah, ist das schon lange her. Das ist das, wo wir reingekommen sind. Okay. Gut, dann könnten wir eigentlich komplett zurückgehen, mal speichern und uns heilen lassen. Hier, heil mal Eisi voll. Boah, Geizkragen. Dann gehen wir jetzt endlich mal in die Gärten. Also so richtig. Wir haben 500 Monster getötet. Yay. Wo geht's denn eigentlich in die Gärten? Ach, noch eins drüber. So, Ignore Mode. Ja. Hier wird es jetzt sehr kritisch, weil ich keine Ahnung mehr habe. Och nö. Ist das so ein Endlosspiel oder was? Dass ich irgendwas Bestimmtes machen muss, dass ich rauskomme oder... Ne, obwohl es sind 4 Räume. Scheint richtig zu sein. Ach guck mal, hier ist eine Wand. Musik. Oh, hier gibt's grüne Essenzen. Aua, dahinter an dem Dings ist ja noch eins. Vergiftet. Okay. Damit sind wir jetzt wohl offiziell in den Gärten. Uiuiui. Jawoll. Ein neues Tor. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie eine Quest kriegen. So, hier diese Türen, die sind auch immer stark questverdächtig. Unglaublich. All diese Pflanzen fliegen. Gehören sie dir? Ja, ich Gärtner. Ich schaue nach Pflanzen, die fliegen. Kann ich eine haben? Zu Hause würden sie ausflippen. Du schaust auch nach Pflanzen? Ja, natürlich, sagen wir mal so. Ich ziehe in meiner Welt einige exotische medizinische Pflanzen. Ja, natürlich. Ich gebe fliegende Pflanze, wenn du mir zeigst, dass du weißt, wie man nach Pflanzen schaut. Okay, wie kann ich das zeigen? Pflanzen im Garten sind fast tot, brauchen Dünger. Du suchst nach Dünger und fütterst Pflanzen. Wo kann ich den Dünger finden? Weiß nicht. Ich alle. Ist alle, schau nach mehr. Dünger ist üblicherweise scheiße. Mal schauen, wo ich welche finden kann. Nebenbei, wo ist die Toilette? Geh runter nach Osten. Nach Osten. Und welche Richtung ist Osten? Nach links oder nach rechts? Osten ist nach rechts gehen. Okay, die Toilette ist unten und
Dann rechts. Nun, welcher Weg ist rechts? Ich verwechsle sie immer. Okay, wir suchen also ein Scheißhaus. Runter und dann rechts. Hier ist ein Buch. Hey, sieht aus wie eine Spruchrolle der Hitzeaura. Yay. So Sachen mache ich mir Gedanken, wenn ich sie brauche. Sehr schön. Das da hinten sieht doch aus wie ein kleines leuchtendes neonfarbenes Kackhäufchen. Da gehen wir doch gerade mal hin. Was steht hier? Bitte nicht auf Wände einschlagen. Nicht auf Wände einschlagen. Dann halt nicht. Ich glaube sogar, dass diese Schilder für manche der erste Hinweis auf versteckte Dings sein könnten. Oh, warte mal. Achso, und ich habe ja noch keinen Dung. Oh. Kacke, wir sind ein bisschen vergiftet. Ah! Dreck! Okay, solche Viecher sollte ich nur noch schlagen mit Fernkampf. Toilette. Wenn es feststeckt, runtergehen und alle Exkremente entfernen. Will der noch kacken gehen? Ey, man kann sich hier nicht die Hände waschen, ne? Bah! Bah! Ha! Deswegen ist da auch dieser Hinweis, weil spätestens da muss man lernen, mit Geheimgängen oder Geheimwänden räumen umzugehen. Oh ja. Das macht Spaß, ne? Das ist toll. Nehmen wir mal die 5. Oh Gott, da oben ist ein Bienenstock. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den jetzt runterschieße. Dass so eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln, aber man kann es ja mal probieren. Na komm, Eisi. Trau dich was. Ich bin Level 7 geworden. Ich sollte mir mal Pfeile kaufen gehen. Mein Ziel zerstört. So. Jetzt müsste ich aber noch mal. Yep. Krass. Es ist nichts passiert. Jetzt halt doch mal still, Mensch. Das Spiel mag mich nicht. So. Okay. Wenigstens kommt dieser komische Dieb nicht. Also da oben ist noch eins. Jawohl. Nee, 4. Da. Ja. So, okay. Was steht da geschrieben? Gartenhaus, Zugang nur für Gärtner. Okay, alles klar. Och nö. Hier gibt es viele Töpfe. Töpfe in allen Farben und Größen. Ja, das ist
bestimmt wieder irgend sowas, was wir für die Quest der goldenen Box brauchen, wo wir natürlich nicht dran gedacht haben, hinzugehen, weil ich zu doof dafür bin, erstmal zu der goldenen Box zu laufen, wo man natürlich immer als erstes hin sollte. Also. Dann gehen wir mal durch unsere tolle neue Tür, die wir entdeckt haben. Okay, und dann, nee. So. Und dann, ah, okay. Eisy war schon mal effektiver. Aber gut, wir bräuchten, müssten da eh langlaufen. Das sehen aus wie kleine Banelinge, wenn ich das mal so anmerken darf.